Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder eine schöne Tour durch die Berge. Und zwar fahren wir mit der Bergbahn zum Leunerköpfle hoch und über die Strintenalm zurück über den Haldensee nach Tannheim. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran! Seht ihr dort die Serpentinen? Dort müssen wir runter bis zur Edenbachalm und noch viel weiter. Wir gehen heute wieder eine einfache Tour, da die Sarah eine fette, dicke Blase an der Ferse hat und leider geht es da nur bergrunter. Habe ich Verständnis? Sie hatte auch Verständnis, wo ich auf einem Einstein nicht mehr hoch konnte. Also alles kein Problem. Da findet man immer eine Lösung. Leider können wir jetzt nicht die Landsberger Hütte angehen, aber vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Was hast du Affe gemacht? Und dort hinten kommen wir her. Ich schätze mal noch so etwa 20 Minuten, dann kommen wir an der Edenbachalm an und dann gibt es mal kaltes Skiwasser. Auf der Edenbachalbe haben wir uns gut gestärkt. Nun geht's zurück auf einen mittleren bzw. roten Weg. Wir kommen bald wieder in Tannheim an. Die Tour hat uns soweit gut gefallen. Sie ist auch nicht schwierig, ist definitiv auch für Anfänger geeignet und man hat da einen herrlichen Blick in die Berge. Richtig genial da oben. Auf jeden Fall empfehlenswert.
bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach ein kostenloses Abo dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Boah, seht ihr hier die Terpentinen? Danke. So langsam kommen wir wieder in Tannheim an. Die Tour hat uns sehr gut gefallen. Sie war auch jetzt nicht schwierig. Sie ist...